Hallo zusammen, ihr Süßwassermatrosen und der ganze andere piratische Kram. Herzlich willkommen bei The Secret of Monkey Island Special Edition. Und wir sind ja da stehen geblieben, dass wir unsere Crew zusammengesammelt haben. Ja, und ich benutze einfach schamlos die Hintergrundmusik als passende Musik. Und wir wollen jetzt ja aufbrechen nach Monkey Island. Und dann machen wir uns auf zu dem Handelsplatz für gebrauchte Schiffe und hoffen, dass unsere Crew inzwischen eingetroffen ist. Und dann könnten wir loslegen. Da Stan sich ja verpieselt hat, dürfte das ja jetzt nicht mehr das Problem sein. Hier sind wir falsch. Natürlich sind wir hier falsch. Wieso habe ich da nicht vorher dran gedacht? Auf zum Dorf. Deswegen habe ich da ja geparkt. Trakadu-Dorf. Ja, das ist richtig. Das ist wohl richtig. So. Hey, gut, dass Sie auch mal wieder auftauchen. 10 Leute wollten mir das Baby hier abkaufen, während ich hier auf Sie gewartet habe. Aber ich sagte allen, keine Chance. Ich kenne einen Mann, der dieses Schiff über alles liebt und niemals hergeben würde. Und ich habe doch recht. Natürlich habe ich recht. Ich meine, schauen Sie sie nur mal an. Ergonomisch, aerodynamisch. Eine schwimmende, muschelverzierte Schönheit. Ist es nicht ein bewegender Moment? Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann sie nicht hergeben. Sie kriegen ihr Geld zurück. Wie konnte ich nur mein Liebstes verkaufen? Aber Geschäft ist Geschäft, richtig? Richtig. Viel Glück. Ich bin weg. Hoppla, jetzt habe ich doch beinahe vergessen, Ihnen diese Broschüren mitzugeben. Ein kleines Geschenk, damit Sie sich immer an mich erinnern. Stans! Vielleicht hätte ich doch die Garantie verlängern lassen sollen. Hey, lange nicht gesehen! Du Halunke, du hast mich reingelegt. Oh, nun lass das! Sucker Frost, ich komme, um zu helfen, nicht nur wegen des Geldes. Geld? Ja, wir werden doch gut bezahlt, oder? Stimmt das mit dir und dem Händler aus der Stadt? Hey, keine Anmache, klar. Also, was macht diese wasserscheue Wrack da draußen? Wie kriegen wir unser Schiff hier rein, wenn der Müll dort die Einfahrt versperrt? Und wo ist der Kabinensteward? Er muss noch ein paar Koffer aus meinem Haus holen. Was geht hier vor? Wo ist unser Schiff? Wo ist unser Crew? Das wird schwerer als geplant. Hehe. Teil 2. Die Reise. Unter der mutigen Anführung von Captain Threepwood ist die Sea Monkey endlich in See gestochen. Die Mannschaft plant unerschrocken, trotz ihres Mangels an Navigationsinstrumenten und Erfahrung, ihre Reise. Zuallererst möchte ich betonen, wie toll es ist, mit einer so eingespielten Crew zu arbeiten. Die Reise, die vor uns liegt, wird nicht einfach. Wir brauchen all unser Geschick, Glück und nicht zuletzt Teamwork. Zuerst wollte ich ein paar Pflichten verteilen. Wieso sind wir nochmal mit dabei? Ich habe eine Liste gemacht. Irgendwas mit der Gouverneurin. Ich sehe nicht ganz den Sinn bei dieser Rettungsaktion. Die Frau kann gut auf sich selbst aufpassen. So wie ist es, ja? Haben wir dieses tolle Schiff? Na gut, wir haben ein Schiff. Lehnen wir uns zurück, binden das Ruder fest und segeln ein wenig herum. Meine Bräune können ein etwas Aufrüsten vertragen. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich in letzter Zeit ziemlich im Stress. Etwas Urlaub könnte nicht schaden. Hey, eine eindeutige Entscheidung. Wir machen eine Kreuzfahrt in der Karibik.
Ja. Ich bin verdammt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Guybrush. Da haben wir uns ja etwas richtig Gutes eingehandelt. Dann durchwühlen wir mal die Schubladen dieses tollen Tisches. Finden nichts. Gucken wir mal in die Truhen. Da ist auch nichts drin. Na super. It's made. Must be dealer prep. Stan hat uns wenigstens unser Bett gemacht. Aber unsere Crew hat es sich gemütlich gemacht auf dem Deck. Mit der reden wir jetzt erstmal nicht. Da sind wir mal ein bisschen bockig. Schauen uns mal ein wenig um. Da oben ist nichts. Gucken wir uns hier mal in Ruhe auf dem Schiff um. Übrigens hat mich eine gute Freundin an einen sehr altbekannten Begriff aus der guten alten Adventure-Zeit erinnert, nämlich Barma. Benutze alles mit allem, wenn man mal nicht weiter weiß. Das war immer ein guter Trick bzw. ein guter Tipp zu den Zeiten, bevor es das Internet gab, wollte ich gerade sagen, bevor das Internet so weit verbreitet war und man eben einfach die Lösung googeln konnte. Sieht aus wie Fässer mit Schießpulver. Na super. Was haben wir hier sonst noch? Das sind nur alte rostige Truhen. Und da musste ich gerade dran denken. Also haben wir Schwarzpulver, leere Fässer, ein paar rostige Truhen in unserem Lagerraum. Also keine Nahrung, keine Vorräte. Klingt schon mal gut. Oh, super. Die Marke habe ich als Kind immer gemocht. Ich mochte das Gefühl, wie es am Gaumen kleben blieb. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es sieht aus wie Frühstücksflocken. Und was kocht da? Okay, ein normaler Kochtopf. Frühstücksflocken. Und ein Topf, der die Größe hat wie mein Kopf. Eine interessante Küche. Sonst haben wir hier wohl erstmal nichts. Dann müssen wir doch mal mit der rebellischen Crew verhandeln. Mal gucken. Hallo Leute, was ist los? Hallo Guybrush. Ja, das ist ja jetzt, ich habe gehört, bei Monkey Island soll das Wetter gut. Nice try, Guybrush. Netter Versuch. Oder auf gut Deutsch, verpiss dies. Ja, dann müssen wir uns doch noch mal ein wenig hier umgucken. Nee, nicht die Koje nehmen. Versuchen wir uns hier mal ein wenig das Inventar zu füllen, indem wir mal anfangen, hier den ganzen Kram zu benutzen und zu ziehen und zu schieben und in der Kiste war wohl nichts drin, ne? Schauen wir nochmal. Na super, eine leere Truhe. Was haben wir denn in der Schublade? Ah, ein altes, verstaubtes Buch liegt drin. Lasst uns mal reinschauen. Wo haben wir es denn? Das sind die Stan-Broschüren. Untersuche staubiges Buch. Hier steht, Logbuch des Captains, 10. März. Erster Mar Toothrot und ich suchen jetzt schon seit über einem Monat nach Monkey Island. Die Anweisungen, die wir auf Mealy Island erworben haben, sind eine Karte. Sind keine Karte, sondern ein Rezept. Logbuch des Captains, 12. März. Toothrot sollte endlich mal ein Bad nehmen. Logbuch des Captains, 17. März. Toothrot könnte endlich mal mit der Schnarcherei aufhören. Logbuch des Captains, 23. März. Toothrot geht mir langsam auf den Keks. Es ist nur eine Zeitfrage bis zum großen Krach.
Logbuch des Captains, 2. April. Um unsere Freundschaft zu erneuern, will Toothlord heute ein besonderes Abendessen machen. Logbuch des Captains, 3. April. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind angekommen. Toothrot und ich schliefen nach seiner scheußlichen Suppe ein und als wir aufwachten, war Monkey Island in Steuerbord. Logbuch des Captains, 4. April. Toothrot und ich haben das Ruderboot mit Vorräten gefüllt. Wir sind bereit, auf Monkey Island überzusetzen. Wir sind beide sehr gespannt darauf, die ersten zivilisierten Menschen zu sein, die das Geheimnis von Monkey Island kennenlernen. Logbuch des Captains, 5. April. Auf halbem Weg mussten wir umkehren. Toothrot hat vergessen, vorher nochmal auf die Toilette zu gehen. Morgen unternehmen wir einen 2. Versuch. Das ist der letzte Eintrag. Dann hoffe ich mal, dass es uns nicht so geht wie dem guten Toothrot. Was haben wir denn hier für eine Lesezeit? Das ist der Oberteil eines einer Frühstücksflockenschachtel. Okay. Was haben wir denn hier für So gewinnt man eine Seeschlacht. Untersuchen wir mal die ganzen Merkblätter. Klarer Kopf beim Navigieren. Und Schatzsuchen leicht gemacht. Das sind doch Titel, die werden wir sicherlich gebrauchen. Ein magnetischer Kompass. Wenn die Segel Richtung Tiefpreise setzen wollen, landen sie immer bei Stans. Warnung, enthält starken Magneten. Nicht in die Nähe von Metallgegenständen bringen. Ich glaube, den hatten wir doch schon mal. Ich wollte mir das Protokoll auch eigentlich nur durchlesen. Jede Menge Rechtschreibfehler. Achso, das ist der Kram. Okay, damit haben wir unser Inventar wieder... Hoppala. Geklärt. Dann müssen wir mal uns auf die Suche machen. Nach diesem ominösen Rezept. So weit kann es ja nicht sein. Das wird ja wohl irgendwo in der Küche sein. Dann... Ach Gottchen. Ich hasse diese Steuerung mit Mausrad. Wenn man Mausrad etwas rumspinnert. Nice and hot. Gemütlich warm. Dann schauen wir doch mal weiter bei dem... Dann nehmen wir uns doch mal ein paar Frühstücksflocken. Frühstücksflocken. I can't pick that up. Okay. Was haben wir sonst noch? Dann öffnen wir doch mal die Frühstücksflocken. Da sind doch bestimmt wieder Geschenke drin. Dann sollte ich es vielleicht auch öffnen. Wow, drin war eine Überraschung. Was war denn drin? Das ist keine Überraschung. Es ist ein kleiner Schlüssel mit einem eingravierten Affen. Ja, dann... Moment, der Schrank war doch abgeschlossen vom Captain, oder nicht? Und, ja, das weiß ich doch. Benutze. Kleiner Schlüssel mit Schrank. Gucken wir doch mal, ob uns das weiterhilft. Dun dun dun. Eine Truhe. Dann öffne doch mal die sehr schwere Metalltruhe. Mann, das ist schwer. Ohne Zweifel ist die randvoll mit Gold und Juwelen. Was haben wir denn da drin? Hey, ein Stück Papier. Und ein paar Zimtstangen. Und das war's. Wo sind Gold und die Juwelen? Na super. Kann ich die Truhe wieder in den Schrank stopfen? Nein, offensichtlich nicht. Gut, dann werden wir uns mal das Stück Papier durchlesen. Für die Fahrt nach Monkey Island. Wasser in einem Topf auf 230 Grad vorheizen. Die folgenden Zutaten hineingeben. Eine Stange Zimt. 4 Blätter Minze. Ein menschlicher Schädel gepresst. Ein Spritzer Tintenfischtinte. 1 Liter Affenblut. Ein Suppenhuhn. 85 Gramm Schwefel. Eine oder mehrere der folgenden Zutaten. Pyridoxinhydrochlorid, Zinkoxid, Gelb Nummer 8, Minenmononitrat und BHA. Bei geringer Wärmezufuhr eindicken lassen, reicht für 4 Seebären. Also 4 Seebären sind wir ja schon mal. Jetzt wird's mit dem Rest ein bisschen schwierig. Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.